ob wir da nicht einen Arzt zu kriegen können, der das bescheinigt, dass Frau Grätz eine Frühgeburt, wenn die das zeitlich nicht begrenzt haben? Ich meine, wenn wir nachweisen können, dass Frau Grätz eine Frühgeburt war, ich meine, da würden wir doch eine Menge sparen. Köstlich. Aber umgerechnet ist es schon, nicht? 35 Zentimeter kosten 12 Mark. 1,80 Meter kosten 410. Und wenn man mal rechnet, sagen wir mal 5 mal 35, ja? Das wären dann 150 Zentimeter. Und 5 mal 5 sind 25. 1 Meter. 1,75 Meter kosten demnach nur 60 Mark. Ich lasse mich jedenfalls nicht für doof verkaufen. 1,75 Meter Frühgeburt kosten demnach 60 Mark. 1,80 Meter gesunder, normaler Mensch. 410. Ihr denkt wohl, das merken wir nicht. Köstlich. So, wir gucken uns jetzt Reisen nach Steinkirchen an. Bitte. Auf der Aber Unterprivilegierte, wie ihr diese Typen nennt, also Frühgeburten und Gammler, die kriegen es hinten und vorne eingestellt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Mann mit den längsten Haaren der Welt ist tot. Kadir Edulas Haare waren 3 Meter und 18 cm lang. Der 79-jährige Edula befand sich gerade auf einer Kaufhausrolltreppe, als er plötzlich und völlig unerwartet einem Krebsleiden erlag. Ja, so was gibt es. Pech gehabt, wa? Ja, dem muss ich leider widersprechen, denn aus eigenem Fachwissen ist mir bekannt, dass Hühnerfrikassee und Hühnerscheiße zweierlei sind. Und wenn Sie es nicht glauben, dann müssen Sie es eben mal probieren und selbst feststellen. Wenn einer einen Popel an der Nase hängen hat und deswegen, muss ich jetzt ganz ausdrücklich sagen, dann soll er sich nicht über andere Leute beschweren, die vielleicht eine kleine Warze am Kinn haben oder irgendwie was anderes, weil die sollen sich mal an der eigenen Nase fassen. Yeah! I remember all the cries.
Also, was mich auch immer nervt. Ich sitze im Kino und es geht echt so ein Handy los. Und dann lasse ich das noch ein paar Mal klingeln. Hier ist ein Tipp. Stellt die Klingel auf Vibrat und dann steckt euch der Handy in den Hintern. Es ist doch eigentlich wurscht egal, wie flach ein Fernseher ist. Es ist immer noch ein Fernseher. Welcher Schwachkopf zahlt 5000 Euro, um für eine Wiederholung von der Lindenstraße zu gucken? Ehemalige Alkoholiker und Drogenabhängige müssen aufhören zu sagen, ich wäre fast gestoppt. Wer Krebs überlebt, wäre fast gestoppt. Ihr habt euch lediglich fast ein bisschen zu sehr amüsiert. Laut einer neuen Studie ist Impotenz vererbbar. Ja, Blödheit auch. Eure Frau, die den ganzen Tag schnascht, geschieht es ganz recht, einen Mann zu erwischen, der die ganze Nacht labert. Der Japaner hat ein Kopfkissen erfunden mit einem Männerarm zum Kuscheln. Das Kopfkissen ist wahnsinnig beliebt bei Japanerinnen. Da hätte ich auch wieder mal einen Tipp. Wer sich vorstellen will, mit einem Mann im Bett zu liegen, braucht sich bloß ihre Taschenlampe zwischen den Arschback zu legen. Schluss mit der Rocksänger, die gleichzeitig Gitter und Mundharmonika spielen. Ich weiß, man kann das. Aber es hört sich scheiße an. Was kann ein Mundharmonika-Spieler schon kosten? Seid kein so Sparbrötchen. Dann hört sich die Musik besser an und es wird mir nicht immer gleich übel, das Theater mit anzugucken. Das ist erst einmal alles. Tschüssi. Bei dir geht's.